Robert Wapke, 2:2 gegen den SV Mauritz. Ganz zufrieden kann man damit wahrscheinlich nicht sein, oder? Nee, nicht ganz. Ihr hattet sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch zwischenzeitlich auf 3:1 zu erhöhen. Warum habt ihr das am Ende nicht geschafft? Ja, zum Beispiel jetzt bei mir hat am Ende doch die Kondition ein bisschen gefehlt, auch die Konzentration. Den letzten Pass bis zum letzten Drittel ganz gut bekommen. Und dann, ja, wir hätten das 3:1 machen können. Wenn nicht sogar das 4:1, aber dann gut, so ist das, ne? Dann bekommt man im Gegenzug vielleicht ein unglückliches Gegentor nach einem Freistoß, wo noch der Nachschuss dann drin ist. Ja, wie tief sitzt dann so ein Stachel, wenn man eigentlich die ganze zweite Hälfte dominiert? Ja, schon einigermaßen, ne? Aber wenn man so bedenkt, jetzt haben wir erstes Spiel 3 Punkte geholt, jetzt noch einen Punkt. Also insgesamt, ja, ist natürlich ein bisschen enttäuschend, aber schon in Ordnung. Was nimmt der SC Eberswinkel aus diesen ersten beiden Duellen mit? Ja, also meiner Meinung nach guter Start. Geht auf jeden Fall noch besser, also wir lernen dazu. Und ja, Hauptsache es geht so weiter, ne? Alles klar, schauen wir uns das mal an. Danke. Ja.